ist ganz witzig. Wir alle haben uns gedacht, dass der Song Contest heute das Spannendste sein wird an diesem Samstag, aber so haben wir uns alle geirrt. Aber trotzdem, die meisten Europäer schauen heute nach Tel Aviv. Penda ist draußen, aber Conchita singt heute auf der größten Bühne der Welt. Und Clemens Stadelbauer ist der Mann mit dem Ö3-Mikro in Tel Aviv. Ist ganz klar, dass sich die zwei Österreicher da über den Weg laufen und über den Song Contest reden. Conchita, mach mal kurz eine Ursachenforschung. Was war deiner Meinung nach schuld daran, dass es rausgefetzt hat? Ich sehe das ja alles ganz, ganz anders. Wie soll ich sagen? Ich sehe das positiver. Ich finde, Penda hat nicht zu wenig Stimmen bekommen, sondern die anderen haben halt einfach mehr gekriegt. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen eben die anderen. Das ist, so ist das Leben und der Song ist großartig. Ich finde, sie hat super performt und ich bin ein Riesenfan von ihr und es tut mir natürlich leid, dass sie nicht im Finale ist, aber naja, dann hört's nächste Mal wieder. 26 sind jetzt am Start fürs Finale. Kannst du drei herauspicken, die du in deinem engsten Favoritenkreis hast und warum? Ui, die Niederlande, großartig. Italien, großartig. Iceland, love, 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 love. Jetzt bist du natürlich eine very important person hier im Song Contest Zirkus, hast Access All Areas. Wie nahe kommst du der Garderobe von der Madonna? So, gestern habe ich überraschend Jean-Paul Gaultier getroffen. Und er hat dann zu mir gesagt, naja, dann schauen wir halt. Was sagst du hier? Ich weiß nicht, ich glaube, da prackt es mir um. Sie ist einfach so ein Star, das ist überwältigend, überwältigend. Dann genießt den Abend in vollen Zügen. Vielen, vielen Dank. Wir möchten Sie übrigens herzlich einladen, heute von 16 bis 21 Uhr zu unserer Sondersendung mit Susi Zuschmann, die großartigsten Song Contest Hits